Was hat denn die gute Claudia für Probleme? Lasst es uns herausfinden. Hinter diesen Türen liegt der Weg zu einem mystischen Artefakt. Wärt ihr so freundlich, den Weg zu weisen? Ja, wir tun alles, um zu helfen, Lady. Immer langsam mit den jungen Pferden. Wir müssen erst die Details hören. Das könnte eine Mission sein, die wir nicht packen. Oh, da hast du wirklich einen Punkt, ja. Aber wir müssen doch Menschen in Not helfen, nicht wahr? Richtig? Och, Mann. Ein erwachsener Mann mit einem Schwachpunkt für hübsche Frauen. Ja, klar. Das ist männlich. Ja, und der Rationalität eines Kindes. Man kann sehr leicht die Initiative daraus ergreifen. Hey, sagt, was ihr wollt, Kiddies. Aber ich möchte mir nur treu bleiben. Okay. Hey! Würdest du Ihnen was ausmachen, die Details Ihrer Mission zu erklären? Was können wir für Sie tun und was können Sie für uns tun? Nun ja, innerhalb dieser Ruine liegt ein mächtiges Artefakt. Diese Ruine ist tatsächlich am Leben. Okay. In antiken Technologien wird gemunkelt, dass es von Dämonen gemacht wurde. Es könnte also gefährlich werden, wenn es in die falschen Hände gerät. Und ich möchte gerne mächtige Drifter wie ihr selber, dass ihr euch dem entledigt. Ich denke, das ist das Beste, was wir tun können. Also, in anderen Worten, möchtet ihr, dass wir diese Ruinen erkunden und dieses mysteriöse Artefakt finden. Und die Belohnung wäre, dass wir damit tun, was wir immer möchten. Das ist wirklich eine merkwürdige Anfrage. Warum sollten... Ah, sei schon ruhig. Das ist alles in Ordnung. Du bist doch auch in diesen Artefakt-Dingens interessiert, oder? Ja, schon, aber... Also sagst du, es liegt an uns, ob wir die Mission akzeptieren oder nicht? Ja, schon, aber... Okay, lass es uns tun. Okay. Ich wusste, du würdest akzeptieren, Führer. Du kannst einfach Menschen in Not nicht ignorieren, nicht wahr? Na dann... Ich weiß, was du denkst. Aber die Wahrheit ist, Drifters sind eingedrungen und nie wieder zurückgekehrt. Hier geht wirklich was Merkwürdiges vor. Es könnte Ärger bedeuten, aber ich denke, wir sollten helfen. Ja, lass uns vorsichtig sein. Okay. Du scheinst dich mit diesen Ruinen auszukennen. Kannst du uns den Weg zeigen? Klar. Zeig uns den Weg, Bitch. So, was müssen wir hier tun? Müssen wir freezen? Nein. Fick dich. Müssen wir... Okay. Auch nicht. Bomben. Ah, Bomben. Jetzt. Eine Kettenreaktion müssen wir auslösen. Hajo. Das war ja gar nicht so schwer, gell? So, dann gucken wir mal, was uns in diesen Ruinen erwartet. Oh, habe ich einen Duplikator zufällig? Ah, ich habe zwei sogar noch. Ja, geil. Können wir Treasure Chest einsammeln. 3000 Jella. Dragon Fossil. Nice, das brauchen wir für später. Healberries mal 3 und Heartleaf. Was kann Heartleaf? Adds Personal Skill that... Irgendwas. Apropos Personal Skills, ich glaube, ich kann wieder ein bisschen verteilen. Hä, warum hat Gelo... Ach so, ich habe ihn ja... Ja, okay. Ich habe ihn ja umgeswitcht vorhin. So, wir können alles ausmaxen im Moment. Ja, ich habe sie ja... Ich habe sie ja ausgeswitcht vorhin. Deswegen muss ich sie ja neu verteilen. Ja, sehr schön. So, jetzt sind wir ein bisschen oben drauf hier. Sehr gut. Dann hätten wir das. Und dann gucken wir mal, was diese Ruinen für uns bereithalten. Okay, ist mir scheißegal, Alter, aber dieses Viech muss als erstes weg. So, der Rest ist relativ uninteressant. Ja, Gott sei Dank hast du nicht getroffen, du Kotze, Alter. Bam! Was für ein dreckiger Schaden, Junge. Was ist los mit dir? Porkchop! Defender, sehr schön. Aha, aber macht trotzdem 53 Schaden. Das ist trotzdem eine ganze Menge, was die hier an Schaden machen. Aber ich will mich eigentlich mit diesen Gegnern nicht lange auseinandersetzen, weil... Die können einfach nichts, ne? Die halten echt extrem viel aus. Jawoll, Alter. Ich
habe das Gefühl, dass Gallows wirklich nur Schaden macht, wenn er einen Crit setzt. Bam! Ihr fetten Schweine, ihr Elendigen. Bam, sehr schön. Ja, 49 EXP, das ist jetzt... Ne. Das ist jetzt nicht wirklich geil, ne? So, was haben wir denn hier? Schalter? Ja, genau. Ja. Why not, Alter? Hä? Ich würde gerne helfen. Mission und unvorhergesehene Situation. Ja, jetzt geht die Tür auf und das Ding geht wahrscheinlich zu. Wow, okay. Hey, mir ist scheißegal, wie du da zurückkommst. Okay, es ist mir nicht scheißegal. Können wir bitte wieder? Danke. Also, Entschuldigung, aber das hätte sie jetzt auch alleine machen können. Da hätte sie jetzt auch alleine wieder zurücklaufen können. Aber nein, ich muss ja immer irgendwas tun. So, wir gehen mal hier rein. Ja, genau deswegen. Lucky Card mal 3. Gala Card mal 2. Was haben wir hier? Gimbal Coin und... ein Kampf. Einfach mal so. What? Oh, ne Mimik. What the fuck, Alter. Okay, Angriff, Angriff, Angriff. Du machst mal Angriff und du machst mal... okay, Devastate geht nicht. Dann machen wir Cremate, würde ich sagen. Ich hasse Mimics, Alter. Ich hasse Mimics, egal in welchem Spiel. Ich sag nur Rogue Galaxy Mimics. Alter, das war voll. Wow, 11 Schaden. Und du bist ein super Typ. Super Typ! Jawohl, jetzt gibt's das. Bär! Das ist ein Schaden, Junge. Das ist ein Schaden, Digga. Naja, weg mit dir. Es lebt immer noch. Es lebt immer noch, aber trifft halt nichts. Ich muss irgendwas mit Gallows machen. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen muss. Ey. Oh, wie viele Lebenspunkte hat denn dieser Spast, Alter? Ich muss irgendwo... Ja, jetzt kann er wieder... Ja, Gatling kommt ins Gesicht. Bam, sehr schön. Wow, 150 EXP, Alter. Und zwei Duplikatoren erhalten, sehr schön. Ich muss irgendwas mit Gallows machen. Ich weiß nicht was, aber... Der Typ, der hat so eine beschissene physische Angriffskraft. Das ist nicht mehr lustig, Alter. Aber gut, er hat jetzt Heal auf alle. Das möchte ich natürlich mir nicht entgehen lassen. So, zack, einmal hier Boomerangsen. Boomerangsen, Alter. Was? Ah, okay. Ja, genau. Schalter und so. Möchtest du dich draufstellen? Weil ich glaube, wenn ich mich da draufstelle, werde ich runterfallen. Okay, aber bevor ich mich da draufstelle... Achso, ich dachte, da wäre ein Weg. Muss ich vielleicht was mit diesen Flammen machen? Nö. Oh, fucking ficken, Alter. Ich hab ganz vergessen, dass mein Controller aus war. Ja, was können wir hier tun, Claudia? Okay. Die Tür ist schon mal offen, das ist schon mal gut. Wow! Naja, okay. Wir haben es irgendwie geschafft. So, die Dinger einsammeln, sehr schön. Das einsammeln, perfekt. Oh nein. Oh nein. Oh, nicht diese Dinger. Ja, und was nun? Hallo? Nicht diese Scheiße, Alter.
Ja, okay. Ja, ich weiß, was ich tun muss. Bomben! Jawohl! Das kennen wir noch aus dem zweiten Teil. Hahaha. So, weiter geht's. Nö, ich möchte allerdings erstmal hier rein, wenn ich ehrlich bin. Okay, ja, ich verstehe. So, wir machen mal ein bisschen Kettenreaction hier. Nein? Ich hätte jetzt gedacht, dass das funktioniert. What? Ach Gott, ist das ein Scheiß. Ich habe jetzt gedacht, ich habe voll Pro-mäßig angeben und so. Was zum? Wie viele Bomben kann ich eigentlich auf einmal legen? Ja? Nicht genug, sagen wir es mal so. Okay. Wie mache ich das am besten? Jo, Alter, wegen einer Millisekunde, Junge. Ah, okay. So machen wir das. Ist das jetzt der richtige Weg oder was ist hier los? Das sieht mir tatsächlich so aus, als ob ich hier lang müsste. Deswegen werde ich erstmal nochmal zurückgehen. Und mal gucken, ob ich irgendwas hier reißen kann. Weil die Tür geht auf, aber die Tür geht wieder zu. Aber es sieht jetzt auch nicht so aus, als ob ich irgendwas... Moment, reicht es, wenn ich hier eine Bombe platziere? Nein. Okay, dann können wir hier wohl erstmal nicht voranschreiten. So, jetzt können wir aber hier... Yeah, thank you. Woher weißt du das eigentlich alles? Hast du auch einen Boomerang im Rucksack und Bomben und alles? Vielleicht, ich weiß es ja nicht. Ja, hi. Kann ich das Ding nehmen? Soll ich das Ding nehmen? Wow! Ich vertraue der Tussi nicht. Ich glaube, dass die mich irgendwie verarschen wird. Ja, genau. Sag endlich, was du zu verbergen hast, Bitch! Ha, wie hast du meine... wie hast du mich durchschaut? Das war Mr. Little Guest. Ja, die Alte verarscht uns. Wow! What? Du bist es? Hä? Es ist eine andere hübsche Frau aus einer einen hübschen Frau rausgekommen. Das soll man leider sagen, dass man seine Gelüste nicht verdoppeln könnte. Ja, das war ein bisschen Mental Mistake. And time to switch weapon, then we're as well. Ja, du hast dich verraten. Was ist der Punkt? Dass deine Schönheit kompletter Fake ist. Oh, wie... Oh, wie gemein von dir. Was weißt du schon über Schönheit? Die Schönheit einer Frau kann wirklich mit ihrer Stärke zusammen verbunden werden. Und so hast du sie als deine Waffe benutzt. Aber Schönheit ist nicht nur physische Äußerlichkeit. Ein zartes und ein liebes Herz. Schönheit aus dem Inneren ist, was wirklich zählt. Du bist nicht so hübsch, wie du denkst. Ich habe eine Frau und eine Tochter. Ich wäre in großen Schwierigkeiten, wenn ich mit einer anderen Frau was anfangen würde. Wow! Und solange wie keiner von deiner Schönheit geblendet wird, kann jeder durch dich durchsehen. Ja, genau. Schluss damit! Wie könnt ihr mir widersprechen? Ich werde euch dafür bezahlen lassen! Vorboss-Time! Kämpfen wir jetzt gegen die Schlampe? Ja, tatsächlich. Robot Woman! Okay, wir kämpfen, wir greifen einfach mal an im ersten Zug, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was die Alte überhaupt auf dem Kasten hat. Ich kann nur so viel sagen. Den Eliminate Scanner zum Beispiel werden wir sehr oft in diesem Let's Play sehen. Und der hat einen scheiß Schaden gemacht, Alter. Ich weiß nicht warum, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich bin sowas von
underleveled, Alter. So, du heilst mal Cliff hier, du machst mal Lock-On, du machst mal Angriff und du machst mal Angriff. Das war jetzt wahrscheinlich nicht das Schlaueste, was ich hätte machen können, aber okay. Ja, natürlich, Alter, wieder auf Cliff, du Fatze, Alter. Das macht die 300 Schaden mit dem Scheißtrick. Wir werden sehr oft gegen diese Frau kämpfen. Sie wird unter anderem noch eine sehr zentrale Rolle in diesem Spiel spielen. So, wer kann denn wiederbeleben, bitte? Angriff. Du kannst revive, genau. Hol mal Cliff wieder zurück ins Leben. Bam! Annihilator. What the hell, Alter? What? Alter, wie viel Schaden macht denn diese Alte? Gut, jetzt ist gut, dass ich Gallows dabei habe mit Heal. Bam! Weil jetzt kann ich ihm nämlich... Aber Gallows ist halt sehr langsam. Fuck. Ich glaube, ich muss Heal jemand anderem geben. Ich glaube, ich muss das dem guten Jet überlassen. Durch das Accelerating kann er nämlich immer an vorderster Front. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Das mit der Extension ist natürlich ziemlich geil, aber Gallows ist halt extrem lahm. Schon wieder Eliminate Scanner. Das ist doch nicht normal, Alter. Ist das so, oder muss ich hier verrecken, oder was ist los? Oder bin ich einfach so schwach? Naja, gut, die Heilung ist jetzt nicht unbedingt die beste, aber egal. So, Revive Fruit bitte. Und du machst mal, keine Ahnung, greif einfach mal an. Dieses Spiel überfordert mich gerade extrem, ich weiß nicht warum. Cliff wird eh gleich wieder ins Gras beißen. Ja, natürlich. Was hat sie denn gegen den Typen, Alter? Nur weil er gesagt hat, sie ist hässlich? Bam! Mann! So. Okay, du wirst jetzt nicht nochmal, du machst jetzt mal Decelerate und du wirst jetzt mal Revive nochmal auf Cliff machen, ein letztes Mal. Und dann habe ich die Faxen nämlich dicke hier mit der Tussi. Vielleicht kann ich sie ein bisschen langsamer machen, bringt aber alles nichts. Annihilator schon wieder. What? Oh mein Gott, Alter. Virginia kann kein Mystik einsetzen jetzt, das ist leider sehr lästig, weil... Das heißt, wir werden in der nächsten Runde sterben. Wir werden in der nächsten Runde sterben. Oh ja, das werden wir. Ja, wen heile ich jetzt? Ich bin ein bisschen zu lasch an den Kampf rangegangen, wenn ich das mal so sagen darf. Scheiße, ja, keine Ahnung. Oh, Mann! Ach, weißt du was, greif einfach an, Alter. Wenn ich jetzt Game Over gehe, dann gehe ich halt Game Over, dann ist scheißegal. Dann werde ich die Chance nutzen und ein bisschen grinden. Das wird Ewigkeiten dauern, aber naja. Ah, bam! Ah, sie ist auf jeden Fall verlangsamt, das ist schon mal sehr gut. So können wir wenigstens ein bisschen Schaden machen. Eliminate Scanner, natürlich auf Cliff. Alter, ich scheiße es drauf, den wieder zu beleben. Was geht ab? So, du machst Heal auf Jet. Du machst... Ja, was machst du? Summon. Wir können ein bisschen Summoning machen vielleicht. Und du machst mal Accelerator und dann Revive nochmal auf Cliff. Für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie, wann wir den Kollegen gebrauchen können. Planet Breaker. Ich meine, ich würde diesen Kampf schon ganz gerne schaffen, weil dann würde ich danach die Chance nutzen, um ein bisschen zu grinden. Zumindest so 3-4 Level, das wäre vielleicht schon gar nicht mal verkehrt. Wahnsinnsschaden, aber es reicht. Oh nein, mein Körper hält es nicht mehr aus. Wir kriegen ordentlich EXP hier. Ich brauche mehr Panacea in meinem Zirkulationssystem. Tut Vilgaia meine Existenz verleugnen? Was laberst du, Alter? Was zur Hölle will diese Tussi? Hä? Der Warp hat nicht funktioniert, wie es aussieht. Panacea ist aber unser Blut. Ach nein, sie musste zurückkommen und uns aufklären.
Wenn es stagniert, ist es nicht möglich für mich zu teleportieren. Doch, wie auch immer, ich muss den Gemini-Schaltkreis bekommen. Den kennen wir ja auch noch aus dem ersten Teil. Ihr würdet es nicht wagen, eine Geisel zu erschießen. Das ist vielleicht taktlos, aber es ist meine einzige Chance zur Flucht. Ich werde euch ein bisschen länger begleiten. Oh, du Schlampe, Alter. Du Fotze, Alter, das ist hinterhältig. Du Feigling! Das ist so erbärmlich von dir, dass du dich hinter einer Frau versteckst. Komm zurück! Ich glaube nicht, dass sie auf dich hören wird, Virginia. Aber ich glaube, wir sind gleich durch mit diesem Dungeon, wie es aussieht. Ich hoffe es zumindest. Ach ja, ich kann ja nicht healen. Habe ich verjetten. Na gut, ich bin ja voll geheilt, von dem her scheiß drauf. So, wir gehen jetzt mal hier raus. Ich werde den Dungeon hinter mich bringen und danach möchte ich grinden. Naja, möchten ist zu viel versagt. Hey, ist es nicht meine Aufgabe, mich dieser Typen zu entledigen? Ich meine, du bist nur hier, um dem Artefakt, nach dem Artefakt zu suchen. Dass ihr eure komische Festung oder was vollenden könnt. Ja, Nusti. Ich schätze eure Arbeit wirklich, aber ihr solltet euch nicht zu viel zumuten. Deswegen klappen die Dinge auch nicht, wie ihr es wollt. Nicht wahr, Prinzessin? Janus Cascade, du... Bist am Leben? Du hast doch nicht wirklich gedacht, dass ich tot bin. Und du siehst auch keinen Geist. Aber das Ding ist... Yes, Ultimate Power... What? Schon wieder? Der Typ hat echt lange... Janus! Meine Zeit ist vorbei. Hä? Warum... Mein Körper wurde von dem dunklen Speer verseucht gegen meinen Willen. Also wurde mein vorheriger Körper weggefressen und ich bin mit dem Körper eines Dämonen gesegnet. Ich hab's geschafft, ich hab die Kraft erreicht, um alle zu übertreffen. Die Kraft, alle zu dominieren. Und alles, was ich tun muss, ist einen Impuls in meinen Körper zu triggern. So ungefähr. Und schon bin ich hässlich. Warum sieht der Typ aus wie ein Fisch, Alter? Es ist schon wieder dieses Gefühl. Die Medien, sie rasen vor Angst. Es ist, als ob ihre unkontrollierte Angst jeden Moment herausspringen würde. Ja, sie haben Angst vor Janus. Nein, sie haben Angst vor dem, was in ihm ist. Ihr alle wisst gar nicht, wie glücklich ihr seid. Dieser Tage die Kraft der Dämonen zu spüren. Oh Gott, Alter, Bosskampf gegen Janus. Pack's nicht, Alter. Der Typ ist nicht einfach. Ja, wir kennen dieses Schwert. Es ist für alle Star Wars, würde ich sagen. Für alle Wild Arms Zuschauer, es ist das Schwert von Siegfried. Doch wird Siegfried eine Rolle in diesem Spiel spielen? Wir wissen es nicht. So, jetzt... Wir müssen ihn als erstes mal ein bisschen debuffen. Wir müssen quicken. Wir müssen Gallows quicken, Alter. Der Typ muss schneller werden. So, hier. Du machst Decelerate auf den Typen und du machst mal Fragile auf ihn. Wir müssen... Debuffen und buffen, das bringt alles nichts mehr hier. Und dieser Kampf ist nicht einfach. Wenn ich das richtig im Kopf hab. Richtig in den Kopf, ey! Yeah, baby! Yeah, refrigerate. In your face, bitch. Oh ja, das macht guten Schaden. Dunkler Speer. Naja, das macht nicht so viel Schaden. So, jetzt werden wir Gallows mal ein bisschen quicken hier. Sehr schön. Ach du meine Fresse, what? Negative Rainbow? Okay. Okay, es ist wenigstens ein Angriff, den er jedes Mal aufladen muss. Ich gucke gerade. Mini-Carrots habe ich 9 Stück. Ich werde ihm eine schmeißen. Dann werden wir dich mal quicken. Shield wäre natürlich auch nicht schlecht, vielleicht auf, ja, auf alle eigentlich. Und du machst mal nochmal Fragile, würde ich sagen. Es wird eine reine Buff-Runde hier. Ab der nächsten Runde würde ich ganz gerne ein bisschen angreifen. Ich kotze es so an, dass man die Zauber nicht auf alle Charaktere schmeißen kann. Das hat mich beim zweiten Teil schon angekotzt und das kotzt mich beim dritten Teil auch an. Weil die Gegner in diesem Spiel sind nicht einfach. Okay, es wirkt noch einmal. Naja, dann. Und dann halt nicht, gell?
Nice. Der dunkle Speer ist jetzt nicht so dramatisch. Sehr schön. So. Jetzt geben wir nämlich Extension und alle healen erstmal. Dann Angriff. Du machst auch Angriff. Und du machst auch Angriff. Wir klatschen den Typ jetzt. Jetzt möchte ich mal gerne sehen, wie viel HP. Wahrscheinlich so um die 100, 140 rum, nehme ich an. Naja, das ist nicht besonders viel, aber besser wie nichts. So, zack. Bämsen. Ja, dunkler Speer kannst du machen, das ist mir egal. Wow! Aber das nicht. Fuck, Alter. Jetzt kann er wieder keine Extension, Alter. Aber Virginia kann ein bisschen mysticken. Wir mysticken ein bisschen Heelberries. So, Accelerator und dann gibt es ein bisschen Devastate ins Gesicht. Ich habe Devastate als ziemlich mächtigen Zauber in Erinnerung, tatsächlich. Aber anscheinend nicht. Bam, 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 bam. So, nice, sehr schön. Alle wieder full. Naja, das hättest du ja auch schenken können, Digga. So, jetzt geht's nochmal Lock-On ins Gesicht. Bam, jawohl. Dark Speer. Dark Speer. So, dann Extension, Heal auf alle. Und nachladen. Angriff. Angriff. Bam. Ihr wisst ja, Heilung ist better safe than sorry und so. Bär. Jetzt wird der Typ aber ein bisschen frech, Alter. Jetzt wird's immer mehr mit seinem scheiß Negative Rainbow hier. Okay, ich muss angreifen. Ich kann nichts anderes machen, Alter. Ich muss ein bisschen meine Force upgagen, Alter. Bam. Ja, komm. Ach, Cliff, Alter. Was ist nur aus den Zeiten von deinen Crits geworden, Alter? Was ist nur mit deinen Crits geworden? Jetzt kann ich niemand mehr heilen hier. Okay. Okay, Angriff. Und du machst auch Angriff. Auch wenn das vielleicht mein Untergang sein könnte. Nee, wir müssen heilen. Virginia heilt sich selber und du machst Accelerator. Und schmeiß mal eine Heelberry auf dich selber. Wenn er jetzt mit Negative Rainbow kommt, dann war es das für mich. Wow. 15 Schadenspunkte, Alter. Alter, wo sind deine Crits hin, Junge? Ja, hast davon. Oh, come on! Really? Oh, fuck you, Alter. Fuck you, Alter. Du healst dich selber. Ja, jetzt kann wieder keiner irgendwann. Okay, wir müssen es anders machen. Das bringt alles nichts mehr. Ich muss definitiv grinden. Davon mal abgesehen, muss ich jetzt jedem eine Heelberry schmeißen und dann habe ich keine mehr. Aber es bringt alles nichts mehr hier. Typen machen so einen verfickten Schaden in dem Spiel. Ich bin auch zu dumm für dieses Spiel vielleicht, ich weiß es nicht. Tue ich es nicht richtig takten oder... Tatsächlich würde mir Virginia mit der Heilungsfähigkeit besser gefallen wie Gallows, aber Gallows hat halt Extension, ne? Was unter Umständen ziemlich nice werden könnte. Aber er ist halt langsam wie shit. So, jetzt können wir wieder nach... jetzt machen wir eine komplette Nachladerunde, wie es aussieht. Ach komm, greift an hier. Kann ja auch sein, dass der Typ gleich aus dem Latschen kippt. Das wäre natürlich super. Aber dass ich jetzt keine Heelberries mehr habe, das kotzt mich natürlich schon an. Aber jetzt kommt wieder Negative Rainbow. Boah, Alter, der macht das alle zwei Runden, der Spast. Gallows hat einfach keine FP. Das ist zum Kotzen, ist das. Wer muss geheilt werden? Jet auf jeden Fall. Lock on ins Gesicht. Du machst mal... Du machst gar nichts am besten. Tu dir mal wieder deceleraten, würde ich sagen. Und du machst mal gar nichts. Wir müssen ihn ein bisschen schneller, langsamer machen. Das ist ein scheiß Bosskampf, Alter. Das habe ich von den letzten Bosskämpfen, glaube ich, vor jedem gesagt.
Ja, das Spiel ist nicht einfach. Ich bin auch nicht der Beste in dem Spiel, das muss man auch dazu sagen. Jawohl! Er lebt immer noch, das ist tragisch, glaube ich. So, jetzt soll ich definitiv Cliff heilen, sonst beißt der Typ mir auch noch ins Grab. Angriff und Angriff. Vielleicht haben wir ja... Vielleicht haben wir ihn ja gleich. Naja, wenigstens trifft er nicht mit seinem Dark-Scheiß. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann in Bosskämpfen, wenn die Charaktere ausweichen. Weil sich dadurch auch die FP ziemlich schnell nach oben schraubt. Ja, so nicht, Alter. Ja, danke fürs Gespräch, ey. Oh mein Gott. Ihr wollt mich doch verarschen hier. War er schneller wie... Nee, war er nicht. Angriff. Obwohl, warte, verteidige mal dir. So, du machst Mystic Potion Berry auf alle. Du machst Accelerator. Greif an, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Scheiß auf den Kampf. Ich will diesen Wichser einfach nur aus dem Leben prügeln. So, Angriff, Angriff, und du kannst jetzt erstmal Cliffy Boy aus dem Leben zurückholen. Auch wenn es nichts bringt, weil er jetzt gleich wieder Negative Rainbow macht. Das war jetzt natürlich wieder Timing at its best. Scheiße, ist der Typ ein Hurensohn. Revive Fruit. Jo. Und Angriff. Scheißegal, Alter. So, Gallows kann jetzt ein bisschen heilen. Dass wir zumindest etwas aufgeheilt sind. Ja, toll, jetzt müssen... Okay, dann machen wir jetzt mal eine komplette Verteidigungsrunde. Mal gucken, was Negative Rainbow jetzt anrichtet. Und in der nächsten Runde hauen wir richtig Schaden raus, Alter. Naja. Gate, ne? Gate. So, und jetzt werde ich es mir sparen. So, Gatling, Accelerator, Angriff, fertig. Vielleicht reicht's ja schon. Ja, tatsächlich. Es gibt so ein bisschen, es gibt einen gewissen Zeitlag zwischen meinen Aktionen und meinen Gedanken. Ich habe mich wohl noch nicht an meine Kräfte gewöhnt. Und wir kriegen massig EXP. Da wäre jetzt eine EXP-Card, hätte sich dazu gelohnt. Janus! Das Entfernen des Gemini-Schaltkreises ist fertig. Geh zurück, ich kümmere mich um sie. Dein einziger Auftrag ist, das den Gemini-Schaltkreis zu bergen. Alles andere wird als Akt der Disloyalität gewertet. Du hast vielleicht Nerven. Ich habe meine Aufträge erfüllt. Ich werde sie jederzeit erledigen. Aber jetzt ist es an der Zeit, den Schaltkreis zurückzubringen, damit ihr die Festung vollenden könnt. Stimmt's nicht? Diese Idioten gehören mir. Ich kann sie, sie darf sich nicht einmischen. Bam, Bitchslap, Alter. Wie kannst du halbherziges Stück Scheiße mir Befehle geben? Wir sollten zurück zur Basis. Ja, ich hab dich gehört. Okay, ciao Kakao. Oh mein Gott, dieser Kampf war pure Eskalation, Alter. Aber wir haben den Baselart bekommen. Oh, Junge. Du hast uns wirklich überrascht, als du gesagt hast, du hast eine Frau und eine Tochter. Oh, es tut mir leid. Ich wollte es nicht geheim halten. Es war einfach noch nicht die Zeit dafür. Ja, mein Gott, Alter, das ist jetzt nichts Dramatisches, Alter. Es wäre schlimmer, wenn er gesagt hätte, er hätte zwei Penisse oder so. Worüber haben wir gesprochen? Ach ja, Überraschungen, nicht wahr? Hä? Es gibt keinen Grund, um den heißen Brei herumzureden, Virginia. Wir waren alle überrascht über das, was sie gesehen haben. Ja, mehr oder weniger. Ja, ich glaube schon. Ich find's nur hart zu glauben, dass jemand sich so verändern kann. Ist es wirklich die Macht des Artefakts?
jemanden in ein anderes Wesen zu verwandeln? Die Kraft der Vergangenheit? Naja, ihr alle habt das den Puls der Medien gefühlt, als er seine Kräfte erweckt hat. Die Medien waren in Sorge und Unbehagen gegenüber. Ich würde sogar schon fast sagen, sie hatten Angst. Die Medien haben Angst. Genauso als seit der dunkle Speer beschworen wurde. Es ist also so anzunehmen, dass die Medien etwas damit zu tun haben. Und der dunkle Speer ist als gefürchtete Entität zu sehen. Ja, ein Medium ist sowas wie ein Fahrzeug, der zwischen... Wir alle sind mit den Wächtern verbunden. Also unsere Ängste zeigen sich durch die Wächter. Oder welche sich durch die Wächter zeigen, ist die der Wächter. Und die Wächter repräsentieren die Macht von Filgaia. Was heißt? Alles, wovor die Wächter Angst haben, ist eine Gefahr für den Planet selbst. Ja. Und was wir bis jetzt wissen, ist, gibt es nur ein Ding, welches den Planeten bedroht. Din, 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 din. Die Dämonen? Du meinst Figaias Gegner aus den Sagen? Also ist das, was sie gesagt haben? Wahrscheinlich wahr. Was heißt, dass die Existenz der Dämonen eine aktuelle Gefahr ist? Dammit! Warum wurden wir mit den Medien anvertraut? Deswegen wurden wir mit ihnen anvertraut, genau. Ich habe den Rücken mir zugekehrt an meiner Blutlinie und meinen Traditionen, sodass ich frei sein konnte. Aber alles, was ich tue, ist nach Grannys Plan arbeiten. Was meinst du? Naja, durch den Traum von Shane hat Granny die Wiedergeburt der Dämonen vorhergesehen. Okay. Genau, um diese Dämonen zu bekämpfen, hat sie eine Gruppe zusammengetrommelt und die Wächter müssen die den Planet beschützen und die Dämonen müssen sie zerstören. Und genau, wir sind alles Marionetten, die vom Gameplot geführt werden. Scheiße, Alter, ich bin schon wieder über Zeit, Alter. Ich mache jetzt Cut an dieser Stelle, wir sehen uns ab dem nächsten Part. Und wir müssen dann im nächsten Part wahrscheinlich nach Südosten. Ja, ja, wir haben eine Mission. Wir können nicht tun und lassen, was wir wollen. Wir müssen uns an den Plan halten. Und wir werden das ganze Geblubber jetzt ein bisschen verkürzen hier. Wir müssen die Dämonen bekämpfen. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und wir haben einen Gameplot, liebe Freunde. Wir müssen gegen die Dämonen kämpfen. Natürlich müssen wir das. Allerdings erst ab dem nächsten Part. Ich werde bis zum nächsten Part ein bisschen grinden. Kann also sein, es kommt ein paar Tage keine Videos. Und wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Danke, ciao.